Dann bei Wenzel wohl halt nicht. Was mich stört, ist, dass wir in seine Dusche nicht reingehen können. Da versuche ich die ganze Zeit reinzugehen. Aber nee. Tja, niemand ist da. Vielleicht müssen wir mal während es hier alarmiert, mal Notruf sollen aktivieren. Was könnten wir hier noch sprengen? Tja, wir haben eigentlich schon fast alles ausprobiert. Ist noch nicht alles ausprobiert, aber warte, vielleicht. Im Rathaus habe ich noch nicht nachgesehen. Vielleicht ist jetzt der Liebe abgehauen. Dann noch der Lobo ist noch vor Ort. Die anderen sind in ihren Häusern und reparieren, was kaputt gegangen ist. Tja, hier so vielleicht. Ach ja, komm. Hier ein, dort ein und dann dort ein. Ein Wärmversuch wert. Das Sprengsignal. Achtung, Sprengung. Viel Alarm, viel Getöse. Wenig passiert. Naja, doch, es passiert was. Die zwei sind weg, aber. Mal schauen. Gucken wir mal nach, was hier im Rathaus vor sich geht. Wie froh ist liebe Lobo noch vor Ort? Sure. Jeder nur eine Nummer! Ja. Verderberin, glaube ich. Joa. Warte nun. Naja, versuchen wir es mal weiter. First Try halt, wie wir es gewohnt sind. Ja, was haben wir denn noch nicht probiert? Ja, nein, nicht nochmal gesprengt. Nein, verdammt, jetzt habe ich nochmal dasselbe gesprengt. Ja. Sorry. Nutzlose Sprengung. Ja, da oben haben wir die zwei und ja, Tonis Laden haben wir schon probiert. Hier oben Wenzes Haus hier. Die müssen leider immer wieder versetzt werden. Nicht an einer Stelle bleiben. So vielleicht. Na, Sprengplan. Na komm, spreng Leute. Sprengung! Auf geht's! Mach's kaputt! Okay, da oben leuchten die zwei und da unten die Antenne dort auf dem. Oh, das sieht ganz gut aus. Das war doch das Haus da unten. Das hat so ein Ding auf dem Kopf. Kann das sein? Ist er weg? Er ist weg! Nice! Jetzt sind wir dran. Lotti, bin ich jetzt dran? Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran! Wenzel. Genau! Wenzel. Oh, hallo, okay. Lotti. Du schon wieder? Jetzt müssen wir nur noch Wenzel loswerden. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran! 62. Wenzel. Genau! Wenzel. Ich brauche die 62. Ich muss Wenzel loswerden. Und damit ich ihn zum Bürgermeister kann. Wenzel, mein Lieber. Ich komme. Ja, wir waren zwar schon zwei, dreimal bei ihm. Hat bisher noch recht wenig gebracht, aber
Ja, kannst sie immer wieder versuchen. Vielleicht klappt sie irgendwann mal. Wenn's es aus. Mein kleiner Freund. Hallo. Hey Wenzel, was gibt es? Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Bis später. Genau. Da. Nix da, Ruf. Sie gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Oh, vielleicht. Und wenn teilen wir. Da gibt's wohl wenig zu tun. Jetzt sind wir die drei los. Jetzt müssen wir noch Wenzel loswerden. Wie war Wenzel? Tja, ihm einen Pfeil in den Kopf stecken. Aber nein, es gibt Leute, die haben das mehr verdient. Wer denn zum Beispiel? Hey, das ist mein Schwamm. Stimmt. Jetzt nicht mehr. Hab ihn geklaut. Wie du meine Wünsche, Rute. Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserart. Ach so, das löst also das aus. Er wüsste damit nichts anzufangen. Er weiß ja nicht einmal etwas mit sich selber anzufangen. Aha, okay. Dann wurde, glaube ich, alles ausprobiert, was wir gerade so im Angebot haben. Nochmal im Keller nachgucken. Joa, hier nicht viel. Das Rohr müssen wir irgendwie demolieren. Aber wie? Kaminofen. Dieses Schild hat mehr Beachtung. Ich meine, und sie trinken. Ja, eine Kuh und sie trinkt Bier. Ich brauche kein Zieltraining mehr. Ja, du kannst schon sehr gut zielen. Ich weiß. Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Die warten nur an den Kamin schieben. Gewartet werden. Hier gibt's nichts. Wie werden wir den lieben Wenzel los? Ja, nochmal springen, sein Haus springen. Ja, ist nicht viel. Dann sind die beiden, dann sind die drei wieder da. Das bringt uns auch herzlich wenig. Das müssen wir schon so lassen. Das dürfen wir, glaube ich, nicht so direkt verändern. Es ist schon gut, dass wir das so hingekriegt haben. Ich gehe nochmal zum Wasserturm. Da noch was machen. Ja, das füllt Wasser hier auf. Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen. Oder mit flüssigem Stickstoff. Je nach Fluchtplan. Das bringt uns, glaube ich, auch nicht weiter. Sein, wir haben hier mal irgendwie ein Hindernis drauf. Können das da mal verbiegen. Wenzel hat einen Schutz, dieser Ego. Ja. Wenzel hat einen Schutz, nach wie vor nicht. Tja. Vor der Stadttor. Hier ist auch nicht viel los. Hier können wir nicht runter. Verschlopperscheinlich. Und nun? Wie wären wir den Wenzel los? Den Wenzel. Wie war Wenzel? Hat da jemand einen Plan? Auf geht's. Ach, da wären wir. Hier haben wir nur die Chili-Tote. Autsch, heiß! Ja. Toni hatte
schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. So, in Tonis Haus. Da haben wir wieder, wo die Story begann. Ja. Hello again. Da sind wir wieder zurück. Vielleicht können wir hier mal die Hausapotheke öffnen. Irgendwas anrichten, was wir vorher noch nicht angerichtet haben. Vielleicht kriegen wir hier irgendwas, ja, was wir noch brauchen. Den Seitenschneider vielleicht mitnehmen. Nee, können wir nicht. Tja. Läuft nur Schrott im Fernsehen. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Ja, die alten Fluchtpläne. Das war eigentlich kein Teil des Plans. Aber man... Ach, meine alten Fluchtpläne. Ei. Ja, hier oben gibt's nix. Hier unten... Toilette. Können wir mal für kleine Rufusse gehen. Ja, hier auch nix. Hier gibt's dreckiges Frischwasser. Ja, alles klar. Ja, hier so. Schweißgerät. Wer weiß, kann man noch irgendwann wofür gebrauchen. Alles einsammeln, was wir hier finden können. Trichter. Wer weiß, wofür wir das noch so brauchen. Haben wir schon mal mit Tonis Haus. Also. Ja, Mausei. Okay, hab's verstanden. Was für eine Plörre. Ach, den Trichter brauchen wir doch bestimmt fürs Käffchen. Jo, nochmal ins Sofa reingrabbeln. Tja, hier gibt's wohl nicht mehr viel zu holen. Das Menü ist ein bisschen voller geworden. Können wir das Handschweißgerät mit den Blindgänger? Niemals! Mein Inventar könnte abbrennen und Toni wird es nicht noch einmal fliegen. Ja, das wäre sehr schade. Niemals! Und Toni wird es nicht noch einmal. Ja, ja. So ich vielleicht. Muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Ja. Da habe ich auch keinen Plan. Reicht ja. Vor Tonis Hütte. Joa, hier gibt's auch nichts Neues. Eine Klingel. Die macht einen komischen Sound. Ja, die Chili-Schote können wir auch nicht mitnehmen. Tja, also. Da wären wir wieder. Hat da jemand einen Plan?